Hi Leute und willkommen zurück zu Mafia. Wir sollen uns hier ein bisschen am Hafen rumschleichen. Und ein paar Papiere suchen wir uns nicht entdecken lassen. Gut, wir wissen, wo die. Wo unsere Zigarren sind. Oder in Anführungszeichen Zigarren. Sind da ein paar Diamanten drin drunter versteckt? Wie komme ich da jetzt hin? Muss wahrscheinlich in die Gasse da. Oh mein Gott. Behaltet ihn im Auge! Okay, ich bin tot. Alter, Maske lässt. Okay. Das war klar. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich da vielleicht rein müsste. Aber scheinbar nicht. Aber ich dachte, da wäre dann ein Weg nach links hin, dass dann irgendwo hochklettern könnte, aber nee. Tatsächlich nicht. Ich muss einfach hier hochklettern. Toll. Ich habe mal direkt auf die Tücher achten sollen. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Oha. Oh, das ist ausgeleuchtet, das ist schlecht. Er meinte, es könnte Ärger geben. Wirkte besorgt. Hab ihn gefunden! Was? Wo kommt der denn her? Naja, ich weiß. So, und da muss ich irgendwie da lang. Ja, er hat mich gefunden, ist okay. Ich weiß nicht mal, wo er war, aber passt schon. So, gucken wir mal. Oh, wir sind direkt hier oben. Perfekt. Ein paar Meter gespart. So, ich soll da hinten rein. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heuer nicht. Aha. Wir haben Gesellschaft. Wie jetzt? Aber ich glaube, das wäre richtig. Ja, da ist ein Fenster offen. Das können wir schon mal sehen. Perfekt. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen besser ranschleichen. Und dann gucken, wie wir da an dem vorbeikommen, ohne gesehen zu werden. Das sieht richtig aus. Besser als unten lang. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Seven Harbor Imports. Such einfach was, das Fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heuer nicht. Los, dreh dich um. So, er geht schon mal weg. Oh, wir sind ganz echt geschafft. Wow, ich dachte, der hört das. Sehr geil. So, und rein da. Was haben wir hier? Howie. Ich habe eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Cameroons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen früh. Viel Glück. Das wird helfen. Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft.
Oh nein. Jetzt dreht er sich natürlich um. Ach, komm. Kann ich ihn eigentlich erwürgen? Okay, natürliches Wesen. Empire Bay Dream. Rum. Unversteuert. Lagerort 1. Sinnevel, unbekannte Maschine. Zigarren da. The Bohemia. Unversteuert. Lagerort D2. Forget me not. Obszöne Materialien. Lagerort A2, C2, B1. Havana King rum. Unversteuert. Lagerort D1. Aha. Ja gut. Wir durften es nochmal lesen, aber bringt uns leider nichts. Vielleicht spawnen wir ja direkt hier drinne schon. Dann brauchen wir uns hier nochmal reinschleichen. Das wäre super. Ja, perfekt. So, dann müssen wir ihn nochmal loswerden. Leute, macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fets sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Meine Fresse. So müde. Es sind keine. So. Lautlos. So, dann kommen wir jetzt auch hier. Jetzt dürfen wir es lesen. Das haben wir jetzt ja schon gelesen, das passt. Zurück. Interessant. Kisten sind direkt für D2. Oh, was haben wir hier? Alles nur Müll. Schön, dass er darauf reagiert. Was haben wir hier? Die Fischanimationen sind echt scheiße, muss ich sagen. Also, der hat was Besseres. Nazi, Demanz, Matt, ein Mann, Munich. Ja, Forderungen der Nazis in München erfüllt. Adolf Hitler, Führer von Deutschland, wurde heute in einem Übereinkommen in München das Recht zugesprochen, als Sudetenland von der Tschechoslowakei zu annektieren. Führende Politiker aus Italien, Großbritannien und Frankreich haben die Vereinbarung unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die Besatzung innerhalb von 10 Tagen vollständig abgeschlossen sein wird. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hat die Vereinbarung als Frieden für unsere Zeit bezeichnet. In Erwartung, dass jegliche Vereinbarung auf Kosten ihrer Nation gehen würde. Er wohnte die tschechoslowakische Regierung der Unterzeichnung nicht bei. Sein. So, ich muss jetzt rüber. Ist überhaupt hier raus? Das ist ein Ausrufezeichen. Ein Arbeiter. Muss du mit hierher kommen? Ja, genau, komm noch näher. Ah, verprügel dich. Glück gehabt. Ups. Ah, schleichen. Der guckt nicht auf uns. Da hoch? Uhohoho. Oh, das war knapp jetzt. Hab ihn gefunden! Nein! Ah, er ist aber echt doof bewegt gerade. Warum geht er denn links vorbei? Mist. Ich habe eigentlich gehofft, dass er rechts vorbei geht, hätten wir hinter den großen Kisten oder in den Doppelkisten da vorbeigehen können. Ganz gemütlich, aber nein. So, den einen Typen muss ich verprügeln. Moment, wo bin ich denn? Hä? Ich bin ganz woanders. Los Leute, macht schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut. Warum bin ich das nicht? Ja,
jahrelang. Nein. Wow, direkt erschossen. Mist. Aber mit Schleichen habe ich es nicht so gerade. Okay. Ich weiß auch gar nicht, warum ich plötzlich woanders bin, als ich vorher war. So, hier sind wir reingekommen. Wissen, wo... Ne, warte mal. Ach, das müssen wir nochmal machen mit dem Typen. Leute, macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese... So, was haben wir? Aha. Das haben wir schon mal bisher übersehen gehabt. So, was mit ihm? Okay. Zack. So, und die Akten durchsuchen. Was? Interessant. So, dann gehen wir jetzt einmal hier rüber. Da war nichts, ne? Ne, genau, das war nur Müll. Da waren wir auch drin. Ne, nichts. So, ich muss auf die andere Seite. Ich könnte hier den Typen verprügeln. Wo ist er denn? Da ist der Typ. Jetzt kommt er wieder zu mir. Komm her. Du bist voll im Weg. So, der sieht uns nicht. Ach, komm schon. Okay. Hab ihn gefunden, als wenn er uns gewartet hätte. Das klingt irgendwie falsch, aber okay. Hätte lieber sagen sollen, ich hab hier einen oder sowas. So, dann. Mist. Ärgert mich. Das ist definitiv der richtige Weg. Los, Leute, macht schneller. Ich weiß ja nicht, wie ich an dem vorbeikommen soll. Wenn wir fertig sind, machen wir uns an die Großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fett sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Meine Fresse. So müde. So. Gucken wir nochmal nach. Interessant. So. Da hinten runter. Ich finde sonst auch gerade keinen anderen Weg, wo man lang könnte. So. Der holt sich da hinten die Kiste. Kommt hier rüber. Stellt sie hier ab. Dann schnappen wir uns den Typen. Eigentlich voll auffällig, dass der gut darüber guckt. Wo ist er hin? Ernsthaft, wo ist der Typ hingelaufen? Da ist er. Na, hat er uns gesehen? So, der ist schon mal weg. So, ablegen.
weiß halt gar nicht, wo wir sind. So, dann stellen wir uns jetzt auch. Okay, es war lautlos. Mehr oder minder. Nein! Oh, ich bin einen Meter zu weit nach vorne gegangen. Scheiße. Oh, das nervt mit dem Alarm. Das nervt richtig mit dem Alarm. Schade. Okay, nochmal anders. Oder schneller irgendwie. Los Leute, macht schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen... Ein komischer Schatten. Das Geld ist gut, aber diese Fett sind Arschlöcher. So, zack. Wollte er sich gerade umdrehen? Das sah fast so aus. So, und die Infos haben wir. Lass den anderen da wieder in Ruhe. Hä? Was liegt hier jetzt noch? Das habe ich noch nie gesehen, oder? Dringend. Wir sind auf unbekannte und wertvolle Schmuggelware aufmerksam geworden, die gerade die Anlage des Zollamts von Lost Heaven durchläuft. Eine unverzügliche Untersuchung aller beschlagnahmten Waren ist unverzichtbar. Die Zeit ist knapp. Sollten keine illegalen Waren gefunden werden, könnte dadurch die strafrechtliche Verfolgung hier in Empire Bay scheitern. Detective Joseph Grove. Gut, wir wissen also, dass hier auch irgendwas ist. Dispatch Hall. Hä? Ich dachte, ich war ausgewichen. Okay, der arbeitet da hinten noch. Aber jetzt muss doch irgendwie an dem hier vorbeikommen. Kann nicht sein. Okay, er geht da lang. Jetzt dreht er wahrscheinlich wieder um. Genau. Wow, guckt auch noch grob in unsere Richtung. Natürlich. Los, geh nach rechts. Aber. Was? Wo kommst du denn her? Wow, ernsthaft? Wo kam der denn jetzt her? Ich hab doch gerade den einen verprügelt. Verstehe ich nicht. Wow, das ist doof. Oh, das ärgert mich. Jetzt verliert man so oft. Los, Leute, vor irgendeine Scheiße passiert. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fett sind Arschlöcher. Ich habe sich so 100 Kisten überprüft. Meine Fresse. So. Das war jetzt aber nicht der zweite, oder? Aber warum sollte er von da ganz hinten weggehen und mich plötzlich angreifen? Das verstehe ich nicht. Aber ich kann mich ruhig sehen lassen von den beiden Trotteln. Das heißt, ich muss da schon mal nicht schleichen. Dann kann ich einfach direkt verprügeln. Nur draußen mit dem Gewehr hat halt wieder das Problem. Oder ist wieder das Problem eher. So, dann verprügel ich dich diesmal auch. Wow.
Hier, komm her. Zu einfach. So, das war der eine. Der kann es jetzt auch nicht sehen. Ist ja egal. So, ihr wollt euch nur prügeln. Ist alles gut. So, nur er ist das Problem bisher. An dem komme ich noch nicht vorbei. Geh mal direkt hinterher und schnapp ihn mir. Gut. Sehr gut. Hätte ich mal direkt machen sollen. Oh, ich versuche dran vorbeizuschleichen. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste. Dann brechen wir sie auf. Es sind Hunderte. Oh, wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Super. Schiff, Fahrzeug, The Bohemia. Klammern Schiff. Okay. Fracht, Zigarren und Tabakwaren. Ursprüngliche Bestimmung? Atlantic Import, Export. CO Holbrook. Mann. Grund für die Beschlagnahme. Verdacht des Hafenmeisters. Unversteuerte Ware. Eingetroffen am 23. September 38. Lagerort D2. Ah, das wird helfen. Das ist doch wohl unseres. Schande. Ja, genau. Toll. Haben wir einen Sprecherplatz hier? Shit. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wie wir gut durchkommen. Und ich hoffe... Ah, der gut. Hof ist das so riesig. Hier weitermachen. Perfekt. Überprüft jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Es sind Hunderte. So, das haben wir. Ich hab die ganze Nacht helfen. Zum Suchen. Wie werde ich die denn alle los? Alle. So. Einen haben. Was? Ah, oh, die machen. Die haben auch eine Sichtweite. Hammer. Krass. Okay. Dann werden wir erstmal hier den Part beenden. Ich bin leider nicht sehr weit gekommen. Ärgert mich ein bisschen, dass wir so oft gefailt haben. Wo es gar nicht so schwer war, wenn man es erstmal weiß. So riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste. Dann vielleicht sollten wir direkt runtergehen. Da können wir uns besser verstecken. Gut, wir beenden erstmal hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.